Hallo Leute, willkommen zurück zu Crastorio, wo wir heute endlich dazu kommen, uns um die blauen Prozessoreinheiten zu kümmern. Wir haben vorletztes Mal schon die seltenen Metalle gemacht. Ja, wir haben, glaube ich, noch keine Lieferung bekommen. Und letztes Mal mussten wir uns um ein paar kleinere Aufräumarbeiten kümmern. Und ich denke, ich mache die blauen Prozessoreinheiten nach dem gleichen Schema, wie ich die roten gemacht habe. Nämlich, dass ich die grünen und die roten, die ich dazu brauche, direkt vor Ort baue und nicht vom Bus nehme, denn das würde den Bus zu sehr strapazieren. Und das einzige Problem, was wir haben, hier sehen wir schön eine Reihe grüne, eine Reihe rote. Und auch für die blauen brauchen wir eine Reihe dazu. Aber das heißt, wir können hier die elektronischen Bauteile nicht hier haben, denn hier kommen die Fabriken hin für die blauen Chips. Das heißt, wir werden die auf diese Seite nehmen und das Ganze unten rum biegen. Und dann, was brauchen wir sonst noch? Schwefelsäure und seltene Metalle. Das heißt, wir brauchen dann nur noch ein Band für die seltenen Metalle. Schwefelsäure bekommen wir von hinten rein und da können wir auch den Ausgang hinmachen. Klingt doch nach einem Plan. Nun, wie viel Chips wollen wir? Ich habe hier mal etwas vorbereitet. Wenn wir 2 Prozessoreinheiten pro Sekunde haben wollen, brauchen wir 16 Maschinen. Das heißt 12 für Kupfer, 8 für die elektronischen Bauteile. Und ich denke, die mache ich zuerst mal. Die sind recht einfach. Das heißt, zuerst eine Reihe elektronische Bauteile, dann eine Reihe für die Kupferkabel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier haben wir ja wieder unser bewährtes Pattern. Direkt dran haben und dann sie ausgehen. Mir fehlen wahrscheinlich auch sonst noch Materialien. Wenn ich hier schon nach vorlaufe, hole ich mir auch noch ein paar Förderbänder. Habe gemerkt, meine Leisten sind verkehrt, Förderbänder sind hier drin. Und Untergrund. Splitter sollte ich genügend haben, denn davon werden wir nicht so viel brauchen.
Und derzeit sind wir nichts am Forschen, denn alles, was wir forschen könnten, sind die zwei neuen Technologiekarten. Und wenn ich... irgendwas stimmt hier nicht. Ah, ja. Gut. Jetzt drei Bänder. Das sind die. Und hier geht's auf ein Band raus. Da spielt es eigentlich keine Rolle, wo wir das rausknicken. Und das so machen und dann haben wir ein schön balanciertes Band. Dann ein paar Strommassen hier rein. Strom verbinden und dann brauchen wir einmal Kunststoff. Kunststoff, Glas und Silizium. Kunststoff. Dann hier machen wir Silizium ran. Das heißt, hier kommt dann machen wir das in die andere Richtung. Machen wir hier den Ausgang und da brauche ich 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und den Grund, warum ich den Ausgang hier hin mache, ist einfach, weil dann habe ich die beiden Ausgänge nebeneinander und wenn ich da dann mit dem Kupfer hoch muss, dann kann ich hier ein Tunnel reinmachen müsste hier natürlich auf die andere Seite. So, dann bekommen wir ein volles Band. Hier Kupferkabel. Wir hier kleine Strommassen, sind billiger.
auch wenn der Bereich nicht über das ganze Feld reicht. Direkt hinter einem Balancer, das heißt, wir können das einfach von oben rausnehmen. Gut, wie geht's denn weiter? Dann brauchen wir die Kupferkabel und Holz für die grünen und die Kupferkabel und die Dingens für die roten. Das heißt, wir können das in der Mitte hochlegen und dann hoffentlich von beiden Seiten Zugriff haben. Okay. Vielleicht sollten wir auch dieses auf beide Seiten legen. So, wir hier die machen. Da Holz. Eingreifer mag da nicht reichen. Also machen wir das so. Hier eine Kiste. So. Und davon brauche ich 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich zähle zu langsam. Und hier immer am oberen Ende kommt eine Kiste hin. Das heißt, unser ganzes Kupferband ist im Prinzip eine Untergrund-Conga-Line. Bis hierhin. Hier unten irgendwo ist einer vergessen gegangen. Hier Holzlinie. Und das ist dann wahrscheinlich das letzte Mal, wo wir Holz brauchen. Keine Untergrundbänder mehr, hätte doch zwei
Stapel mitnehmen sollen. Aber wir nähern uns dem Ziel. Wir wissen zumindest, wie die richtige Lösung aussieht. Dann nehme ich halt jetzt zwei mit. Das heißt, es kann sich nur noch um Minuten handeln, bis wir die Fabrik da am Stehen haben. Die beschränken wir mal auf einen Stack. In der Mitte immer einmal reinknicken, oben einmal raus, direkt in die Kiste rein. Hier da, wo noch Platz ist, holen wir uns die Chipse rein. Und wahrscheinlich ja. Drum kommt kein Holz. Und hier kommen die roten. Einmal das Band bis ganz hoch. Dann das Ganze aus der Kiste rausholen. Der Grund für die Kiste da ist offenbar, ist es effizienter, die Kiste zu haben, als das Item auf den Boden zu legen. Bedeutet halt auch, wir brauchen etwas mehr Items, als wir benötigen. Weil die grünen Chipse werden produzieren, bis hier ein Stack voll ist. Gut. Müssen wir schauen, dass wir da Strom ranbekommen. Ja, verwendet so. Gut. Eisen fehlt noch. Eisen können wir hier hinten dran machen. Da haben wir wahrscheinlich nur eine Stelle, die problematisch ist. Nein. Ah, ja, weil das Kupferband
Ja, keinen Knick. Gut. Da haben wir vom zweitobersten. Wir könnten vom obersten nehmen, aber da ist uns das hier im Weg. Dann nehmen wir es vom drittobersten. Gut. Hier noch die seltenen Metalle ran machen. Kopieren bis ganz hoch und dann alles einmal drehen. Noch eine Conga-Line. Doch gedacht, da ist irgendwas faul. Und dann hier die Ausgänge. Und hier müssen wir jeden zweiten kurz knicken lassen, denn wir werden keinen Platz haben, um das Band umzulegen. Aber hier in Crastoria ist das ja möglich. Gelegt. Ein Untergrundrohr zu wenig. Wahrscheinlich mehr als eins zu wenig. Hier ziehen wir ein normales Rohr hoch. Und dann müssen wir hier nur noch die Schwefelsäure auch bis ganz nach vorne ziehen.
gleich da. Und hier. Mehr Förderbänder. Irgendwas hat man immer zu wenig. Dann versuchen wir es nochmal. Und hier ganz unten, da sollte unsere seltenen Metalle daherkommen. Fast voll, aber ich glaube, wir schaffen es nicht mehr in dieser Folge. Das zu erleben, aber wir können hier noch Strom anschließen. Ein paar Strommasten mehr bauen. Und dann ist diese Maschinerie grundsätzlich bereit mit diesem Rohr. Sobald wir seltene Metalle bekommen, bekommen wir Prozessoreinheiten. Nun, das war's für heute. Wieder mal eine etwas längere Folge, alles in einem Stück. Und nächstes Mal denke ich, bevor wir die Technologiekarten angehen, schauen wir, dass wir etwas bequemer werden. Vielleicht ein Auto persönlich.